Whoa, 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 whoa. Los, Blitzkopf! Anna! Yeah. Du musst lenken! Komm schon, Blitzkopf! Raus mit dem Drecksack. Sind Sie ein Soldat? Jupp. Können Sie kämpfen? Jupp. Wer sind Sie? BJ Blazkowicz. William J. Blazkowicz. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? BJ? Ich hab gegoogelt, also bei Wikipedia stand dann BJ. Vielleicht haben sie das irgendwie geändert. Ich muss glaube ich nochmal nachlesen, weil ich jetzt gerade meine gehört hätte, hätte VJ gesagt. Also William. Keine Ahnung. Vielleicht heißt es auch VBJ. Oh, ein älteres Ehepaar. Die so stürmisch dahin läuft, könnte man denken, das wäre wohl. Oh, was ist denn da drin? Ihre Eltern. Na, was haben wir denn da? Wie kommt. Warum versteckt der sich im. Ach so, der hat sich wahrscheinlich, wo wir uns die anderen Leute da. Toten. So ein. Tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken. Ich glaube, der hatte das Sagen und hat befohlen, die Leute umzubringen. Was könnte man denn da für eine Strafe für ihn ausdenken? Schauen wir mal. 1960? Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Wow, Alter, was? Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich glaube, da gibt es eine Person, die das bestimmt weiß. Wo haben wir den wohl versteckt? Okay, sie macht jetzt den Spieler an. Okay, was war jetzt? Foltern, Krach, Kreisch und ja. Wie kann man das schön... Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn sie mich gehen lassen. Das glaubst du aber selbst nicht. Sie haben mein Wort. Nee. Du hast Angst und bettelst jetzt um dein Leben, weil ich weiß doch, was auf dich zukommt, ne? Du kleine Drecksratte, du. Goldene Uhr. So, wir schauen uns jetzt erstmal um, was wir hier so finden. Womit wir ihn mal richtig schön einheizen können. Ja. Martha Wies, 8. Oktober 1960. Vor fast 5 Jahren hörten die Morde auf, doch die Menschen haben den rücksichtslosen Serienmörder von Martha Wies nicht vergessen.
Was trieb diese Männer an? Unschuldige Männer mit solchen kalkulierter und kaltherziger Brutalität zu töten. Warum konnten die Behörden ihn nicht aufhalten? Wir werfen einen Blick auf die Untersuchung und zeigen, wie die Morde in den Köpfen der Bewohner von Martha Wies noch immer präsentiert sind. Moment. Ja, sicher. Fortsetzen. Ich wollte... zurück. Entschuldigung, nicht Escape. Alles klar. Lol. Diese Mistgabel mal schön in die Knie rammen. Das merkt er bestimmt. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ein großes Sägeblatt. Einmal ansetzen. Ja, damit könnte man ihm doch mal so den, hier so, da wo er hier, da könnte man ihn doch hier vorne an der Hand, genau, da könnte man ihn, am besten beide. Mit dem Reifen, da machen wir Luft drauf, die ziehen wir uns einmal über die Qualle, damit der Dröbel auch nicht mehr viel merkt. Nur dann, wenn er wach wird, dann sieht er halt. Oh, ganz schön windig draußen. Okay, können wir aufmachen? Was haben wir da? Oh! Mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Eine Schürze! Klar, wer ich bin? Das Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Ja, schauen wir mal. Was haben wir da? Rüstungsverbesserung. Oh, nice! So. Okay, wir brauchen wohl erst die Brille, so wie das oben links angedeutet wird. Da ist die Brille. Alles hier. Verstehst du nicht? Du verfluchter Engel. Du hast doch keine Chance. Warum hörst du nicht so schwach? So. Wir sind ein gottverdammter Irrer, verfluchter Mann! Oh! Alter Verwalter! Wie konnte der sich denn losmachen? Der sticht auf uns ein. Ich rate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Boah, ey. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten. Der Kopf muss runter. Mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Ja, kapiert. Los, kapiert, sag es. Hast du gehört? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Sag es mir. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Ja! Wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Und hat er wohl... Sie sind ein wirklich fescher Bursche. Ihn jetzt umgebracht, oder nicht? Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel. Nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Ach du alter Mann, doch nicht mehr. Verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Oh Mann, okay, jetzt Berlin, wir fahren nach Berlin. So, einmal Händchen halten. Sei gnädig, Herr, denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Ja, wir stecken uns erstmal im Kofferraum, alles klar. Sie meine Hand.
Nee, ich bleib hier drin. Wir wieder. Masse, nicht sicher. Sie töten die Soldaten. Hier, ich bleibe beim Wagen. Nein, unten bleiben. Oh, guck mal, geil, versteck den Kofferraum. What? Hier, auf Sie. Was? Töten Sie alle. Also. Ja, wo sind denn die ganzen Waffen voll aus dem scheiß Krankenhaus hin? Scheiße mit Erdbeeren. Jetzt hier muss wieder alle. Ja, ja. Anjas Großvater. Roman Targonski wuchs in den Bergen von Südwesten Polens als ältester von 5 Brüdern auf. Und 4 Schwestern auf. Wow, eine reiche Familie, du. Sein Vater war ein Zigeunerbauer. Ziegenbauer. Entschuldigung. Und nach seinem Tod führte Roman sein Gewerbe fort. Obwohl er tief religiös ist, folgt er nur einer einzigen väterlichen Regel. Behandle andere Menschen so, wie auch du behandelt werden möchtest. Ja, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Nee. Respekt. Oh, da vorne. Das ist ja. Tunnel. Oh, schön. So, ja. Okay. Enigma Code 19. Ich hoffe, wir haben bis jetzt alle eingesammelt. Medi brauchen wir nicht. Verbesserung der Pistole. Schalldämpfer. Alles klar. Das soll ein Schalldämpfer sein. Was? Ach so. So. Ruhe, Puff, Licht aus. Meter Entfernung. Okay, gehen wir. Jetzt erst runter, gucken wir unten nach. Aber wir müssen ja irgendwie rein. Ach nee, nicht schon wieder. Ja, mit viel Fingerspitzengefühl, linke Maustaste, dann geht das. Okay, jetzt kann er drin. Ja, wir sammeln alles ein, was wir hier kriegen. Oh! Wahrscheinlich der Stromkasten. Warschau, 9. Oktober 1960. Zwei gefährliche Geisteskranke haben heute in der Zackstadt. Okay, gibt es eine Zackstadt? Psychiatrie. Da in Malta. Ist das ein T da? Wies Patienten und Mitarbeiter wahllos niedergemetzelt.
Das Duo wurde bei der Flucht in einem Wagen beobachtet, nachdem es die Gesetzeshüter getötet hatte, die es aufhalten sollten. Bei den Patienten handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Der Mann wird beschrieben als blond, blauäugig und um die 40 Jahre alt. Die ungefähr 35 Jahre alte Frau hat braune Haare und blaue Augen. Die Kriminellen galten als bewaffnet und gefährlich. Versuchten sie nicht, den Helden zu spielen, wenn sie sie sehen, warnte der Sprecher der Polizei von Martha Wies. Die Veröffentlichkeit während der heutigen Pressekonferenz. Ich wollte schon wieder Escape drücken. Ja, sehr schön. 39 Meter, ja, wir müssen... Da geht's wieder raus. Nee, brauchen wir nicht. Nee, da geht's aufs Dach. So, ach so, wir sind jetzt in diesem Käfig hier. Käfig-Match! So, da, oh, da geht's nochmal hoch. Da gehen wir nochmal hoch. Na, willst du wohl, du komische?